lächeln. Sergeant Pepper, für Ihr disziplinloses Verhalten werden Sie... Miss Finley! Haben Sie festgestellt, wann Sir Arthur gestern Abend angerufen wurde? Die Zentrale hat den Anruf um 20.03 Uhr notiert. Zu diesem Zeitpunkt waren im Club bereits alle Telefone besetzt. Es muss also irgendwo noch ein Raum mit einem Telefon existieren. Chef, ich sage Ihnen, die Leute waren gewarnt. Irgend so ein Idiot muss einen Fehler gemacht haben. Das waren zwei Idioten. Sie sagen es. Inspektor, der Botenjunge Dick ist seit 2 Tagen spurlos verschwunden. Das habe ich mir gedacht. Los, Pepper, wir brauchen die Küste, die er zur Nathatcher gebracht hat. Das ist der Mann, der uns weiterbringt. Auf euch habe ich schon dringend gewartet. Ist die Lieferung gekommen? Leider nicht, Kinder, bei mir geht's nicht mehr. Die Polizei war da. Habt ihr vielleicht etwas Dummes gesagt? Sie sind doch nicht verrückt. Niemand weiß, dass wir sie überhaupt kennen. Ihr müsst zu einer anderen Quelle. Dort kriegt ihr Stoff. Aber wir brauchen ihn jetzt. Kommt. Ich will mir das Geschäft natürlich nicht entgehen lassen. Hinten im Hof steht ein Wagen. Der Mann weiß Bescheid. Danke. Da. Na, keine Sorge, es ist ein Freund von mir. Ja, zu sehr nötig, was? Das geht Sie nichts an, wir bezahlen dafür. Hier, kleine Kostprobe. Mr. Nathatcher? Sehr pietätvoll, das Opfer gleich in den Sarg zu legen. Der Mörder muss eine unwahrscheinlich sichere Hand haben. Jedes Mal auf den Millimeter genau ins Herz. Es hat in London einen Artisten gegeben, der unfehlbar war mit dem Wurfmesser. Leider hat der Mann vor 3 Jahren Selbstmord begangen. Los, Pepper, alles durchsuchen. Wir müssen die Köse finden. Haben Sie noch einen letzten Wunsch, Mr. Nathatcher? Chef! Ja? Der ist weg. Aber das gibt's auch nicht. Ein Sarg mit doppeltem Boden. Na ja, wenigstens mal was Neues. Na bitte, ohne Gepäck keine Himmelfahrt. Jetzt ist aber genug, ja? Ah. Was sagen Sie dazu, Pepper? Das Glasauge. Scheint auch Clubmitglied gewesen zu sein. Ja, ja. Unser Freund wollte verreisen. Am 29. mit der Olaf Eriksen nach Caracas. Ein armer Mann war er nicht? Nee. Chef, das sind ja die Las Vegas Girls. Ja. Was sagen Sie dazu? Die und die sind bei uns in Untersuchungshaft und Nathatcher notiert dazu, ausgeschieden. Inspektor, da haben wir einen ganz großen Fisch an der Angel. Ja, leider einen Toten. Also vergessen Sie Kürzen das Rauschgift. Hier geht zum Mädchenhandel. Versuchen Sie festzustellen, wer die anderen Mädchen sind. Aye, aye, Sir. Ich wette 100 zu 1, dass unsere Las Vegas Girls demnächst nach Südamerika verschifft werden sollen.